Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ja, ich mampf hier wie fast jeden Morgen mal meine Pancakes und ja, heißt euch herzlich willkommen. Ich hatte ja in der letzten Folge mal so eine kleine Abfrage gestartet, wie wir denn das nächste Projekt, nämlich, ich gehe mal kurz raus, den Parkplatz fertigen möchten. Ich habe hier schon mal angefangen, um zu schauen, wie das funktioniert, mit einem Kiessack zu arbeiten. Also wir haben Kiessack und wir könnten mit dem Kiessack theoretisch Kies als Parkplatz verlegen. Also mein Ziel ist es, hier so einen etwas größeren Parkplatz für meine Autos ja, anzufertigen. Und ich hätte das aber gerne mit Beton und ich hatte mich auch schlau... Wenn ihr was in die Kommentare bis dahin geschrieben habt, dann vielen Dank für die Tipps und Tricks, wie immer. Falls nicht, nicht so wild, ich habe mich da selber mal schlau gemacht und man braucht eigentlich nur eine Brechstange und damit kann man ja jegliche Bodenart oder Bodenbelege ja, einfach rausziehen. Und das will ich einfach mal probieren. Ich nehme mir mal eine Brechstange. Und bevor wir weite Wege machen, gehen wir mal zur Straße nach oben und gucken, ob wir da die Böden aushebeln können. Da bin ich mal echt gespannt. Und dann können wir mit den Böden, die hier platzieren, und ja, einen schönen großen Parkplatz bauen. Die Kiessäcke können wir dann vielleicht für irgendwelche Wege nutzen. Ich glaube, das macht dann mehr Sinn. Aber für den Parkplatz nehmen wir klar die Betonböden. Schauen wir mal gleich. So, ich drücke jetzt hier mal auf Rechtsklick. Ich sehe jetzt hier, gucken, vielleicht geht das ja dann doch eher mit diesem Tool hier. Demontieren eventuell. Also demontieren glaube ich jetzt nicht, ne? Also wir haben die Brechstange auf jeden Fall da. Nehmen auch nicht. Okay, okay, okay. Vielleicht müssen wir die Brechstange irgendwie primär ausrüsten. Ich vermute aber irgendwie nicht. Ah, okay, geht vielleicht doch nicht, so wie ich mir dachte. Oder doch nicht hier, vielleicht die Straße halt nicht, ne? Ich gehe mal ganz kurz zum Wohngebäude hier und gucke, ob ich zumindest Fliesen oder so abbauen kann. Nehmen unbrauchbares Holz, nein, eventuell hier rüber wieder. Ja, okay. Aha, okay, wir können Fliesen und so weiter abnehmen, aber wir können leider keine Betonböden rausnehmen. Ah, okay, das ist schade. Ja, genau, so eine Bretter, das wissen wir, die können wir nehmen, aber wir können keine. Ich will mal kurz schauen, ob wir vielleicht irgendwo in der Garage, Garagen haben ja, ist ja eher Straße, ne? Diese Fliesen oder Böden können wir leider nicht aufnehmen. Okay, schade, das ist natürlich richtig ärgerlich. Ich dachte, das funktioniert. Ich gehe noch einmal fix oben zu einer Garage, einfach mal um zu schauen, ja, ob man da eventuell etwas abnehmen kann. Aber eine Garage hat, glaube ich, auch normalen Straßenboden, ne? So sage ich es mal. Müsste eigentlich in der Nähe eigentlich direkt eine Garage sein irgendwo. Oder vielleicht hier direkt diese Böden, weil die wären natürlich optimal. Ne? Das ist ja auch direkt ein Parkplatz. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Dann müssen wir vielleicht doch, ja, dann müssen wir mit Sicherheit doch auf Kiessäcke umschwenken. Oder man nimmt halt Fliesen, aber Fliesen sind glaube ich nicht so geil, ne, als Böden. Ne, ich kann hier tatsächlich keine Böden aufnehmen. Das ist ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ich gehe noch einmal ganz kurz, hier oben ist glaube ich eine Garage, da rein und schaue eventuell, ob man da die Böden rausnehmen kann. Wenn nicht, dann ja, okay, hier ist doch keine Garage. Eine Brechstange hier unterwegs. Schlagstock auch nicht schlecht. Da ist eine Garage. Da gehe ich einmal rein zum Schauen, nur mal sicherheitshalber. Und wenn das nicht funktioniert, dann ja, müssen wir leider mit Kiessäcken den Parkplatz bauen. So. Gucken. Trommelwirbel. Nein, auch nicht. Also wir können tatsächlich keine Betonböden aufnehmen. Vielleicht geht das ja doch irgendwie, aber ja. Anscheinend nicht. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich mal hier diesen Metallschrott erstmal mit. Die Brechstange, ganz ehrlich, die brauchen wir dann erstmal nicht. Die können wir eigentlich in den Rucksack packen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf zur Base. Thank you.
Okay, wieder zurück. Dann würde ich sagen, packen wir erstmal die Brechstange wieder weg. Die verbraucht doch so ein bisschen Gewicht. Brechstange, ich glaube, die kommt hier rein. Jawohl, zack, einmal hier. Und das Metallschrott packen wir gleich auch alles in die Garage. Geht hier nicht rein. Da haben wir ja hier ein paar Kisten gebaut für das ganze Metallzeugs und so weiter. Das können wir dann einfach mal alles hier reinklatschen. Irgendwann, wenn wir das brauchen, wenn wir irgendwie Metallzäune und sowas bauen. Okay, hier ist leider kein Platz mehr. Schade. Dann machen wir das hier nochmal mit rein. Perfekt. Okay, ich glaube, mehr schwieriges Zeug haben wir nicht. Wir haben hier einen Schraubenzieher. Ich glaube, den können wir auch ruhig im Inventar lassen. Den brauchen wir auch irgendwie immer mal. Hammer haben wir auch. Warum auch immer. Ich würde aber dann einfach sagen, wir packen den Hammer erstmal weg. Ich glaube, den braucht man nicht. Den Rest können wir da lassen. Tischlereiband 4 bin ich ja bereits am Lesen, weil wir auch die Tischlereifähigkeit weiter ausbauen müssen, um irgendwann auch gerade Wände oder Holzwände errichten zu können. So, Kisak, wo bist du? Kisak. Da haben wir aber leider nicht so viel. Wir haben 3 Kiessäcke. Einen haben wir ja schon so ein bisschen angefangen. Wir nehmen mal 2 Kiessäcke mit. Mal gucken, wie schwer das sein wird. Okay. Geht einigermaßen. ja, wir haben beide Kiessäcke. Dann würde ich sagen, machen wir mal unser Parkplatz. Oder bevor wir vielleicht den Parkplatz hier wirklich errichten, räumen wir hier einfach mal auf. Wir nehmen die Leichen. Können wir doppelt Leichen nehmen? Nee, ne? Der lässt die andere wahrscheinlich los, ne? Ja, okay. Dann nehmen wir mal die Leichen und bringen die mal irgendwie weit weg, damit die da irgendwie verwesen können. Ich glaube, hier sollte ausreichen. So, wir räumen hier mal so ein bisschen unsere Base auf. Kommen wir ja sonst nicht dazu. Und dann so einen schönen Parkplatz, wo auch wirklich nur die Autos hinkommen, die auch fahrtüchtig sind und auch im guten Zustand. Weil so ist mir das ja alles so richtig unsortiert. Hier sind Autos, da sind Autos und man weiß gar nicht mehr wirklich, welches Auto ist denn jetzt überhaupt im guten Zustand, mit welchem kann ich fahren. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, deswegen muss ich immer mal schauen. Und ich glaube, mit so einem Parkplatz kann man das so ein bisschen besser koordinieren. Wie gesagt, könnt mir gerne irgendwie Tipps und Tricks in den Kommentaren schreiben, wie wir diesen Parkplatz am besten aufbauen. Wie gesagt, ich nehme jetzt einfach Kiessäcke. Eventuell werden wir in dieser Folge nicht alles schaffen. Und wenn ihr der Meinung seid, es geht irgendwie doch anders oder besser, dann ja, nur zu. Immer her mit den Tipps. Bin ich immer für zu haben. So, die Leiche, dann haben wir hier noch 4 Leichen, die weg müssen. Alles schön. Kann man die auch irgendwie in den Kofferraum packen? Das wäre, glaube ich, viel einfacher, ne? Alle im Kofferraum und dann wegfahren. Ich glaube, wäre theoretisch sogar möglich, ne? Haben wir den im Inventar, die Leiche? Ich glaube nicht, ne? Doch, wir haben die sogar im Inventar hier. Ich glaube, die können wir dann tatsächlich sogar in den Kofferraum packen, die Leichen. Sollen wir uns vielleicht merken für die nächsten Male, aber jetzt haben wir ja nur noch 2. Vielleicht fackeln die ja gut, können wir schönes Feuer machen. So, da und da unten sind auch noch 2, okay. Die müssen auch noch weg. Okay, in dieser Folge räumen wir so ein bisschen auf, machen ein bisschen frei. Die Gräser würde ich auch gerne entfernen, genauso wie die Bäume, die würde ich auch zacken. Aber auf jeden Fall die Gräser weg, weil die bleiben dann auf dem Zement. Ich kann die auch nachträglich wegmachen, aber ich mache es erstmal. Erstmal, wie gesagt, aufräumen, klar, alles platt machen und dann let's go. Okay, hier ist auch noch eine Leiche. Holy shit, sind hier viele Leichen. Rasieren sollten wir uns auch nochmal. Ich habe immer noch die erdbeerblonden Haare. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich hoffe, wenn ich meine Haare komplett rasiere und mein Bart, dass die Farbe dann wieder so ist, wie ich sie anfangs eingestellt habe, nämlich irgendwie dunkelbraun-schwarz. Okay, so, das war's. Dann würde ich sagen, starten wir, ja, nicht Kieswaschen, sondern Gräser entfernen. Ich weiß nicht, ob man diese kleinen Baumstämme hier auch entfernen kann. So, oh, das sind sehr, sehr viele Gräser, ne? Geht das vielleicht irgendwie einfacher mit einer Sichel? Ich weiß es gar nicht. Wir machen mal erstmal nur da die Gräser weg, wo wir dort noch wirklich das Kies ausschütten. Weil ich habe das Gefühl, dass die Gräser eh nachwachsen.
Deswegen macht das, glaube ich, keinen Sinn, jetzt erstmal alles zu entfernen. So, hier ist nichts. Da ist auch nichts. Hier ist noch ein bisschen was. Okay, ich würde sagen, wir schütten jetzt Kies. Wir machen mal erstmal nur so einen kleinen, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir nicht genug Kies haben. Deswegen gehe ich da mal so ein bisschen sparsamer um. Vielleicht machen wir erstmal nur einen Parkplatz. Eins. Zwei. Machen wir mal so 1, 2, 3, 4, 5 Felder, würde ich sagen, machen wir. So in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und dann machen wir hier so weiter. Vielleicht erstmal, wie gesagt, ein Parkplatz, nicht alles. Und dann müssen wir gucken, wie wir das am besten irgendwie schick machen mit Zäunen und so. Oder am Tor, so einem großen. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool, ne? So ein großes Tor. Okay, und das war's tatsächlich auch schon mit Kiessäcken. Okay, also wir haben tatsächlich zu wenig Kiessäcke. Oh, nicht rüberspringen. Ist die Frage, wie kommen wir denn jetzt am besten an Kiessäcke? Ah, ich glaube, Kiessäcke war jetzt doch keine gute Idee, ne? Weil wir da einfach viel zu viele von brauchen. Wir nehmen jetzt einfach nochmal den, den wir hier haben. Einfach, ja, vollständigkeitshalber. Und dann müssen wir vielleicht wieder auf dem Weg uns Kiessäcke besorgen. Das ist natürlich nicht so geil. Wir kriegen vielleicht noch eine Reihe voll, aber das war es dann aber auch schon, ne? Okay, das war's schon. Mehr reinkriegen wir nicht. Voll. Oh Mann, okay, dann hat sich das mit dem Parkplatz ja doch erstmal erledigt gefühlt. Ah, ist natürlich nicht so geil. Ich dachte, mit dem Kies, da kommen wir so ein bisschen weit. Ja, dann müssen wir vielleicht doch irgendwie den Weg gehen. Ja, wieder entweder Kies zu besorgen oder andere Böden zu finden. Kann man diesen Kies eigentlich auch wieder aufsammeln? Den müsste man ja eigentlich irgendwie mit einer Schaufel wieder einsammeln können. Was ist denn, wenn... Ich hole mal kurz eine Schaufel. So, Schaufel 1 nehmen. Muss ja mal alles mal so ein bisschen ausgetestet haben. Das ist jetzt eher irgendwie heute nur so eine richtige Austestfolge, ne? Ob man Böden abnehmen kann, wie das mit dem Kies funktioniert. Etwas Kies nehmen, ja. Okay, wir können das Kies tatsächlich nehmen und dann wahrscheinlich hier wieder reinschütten, ne? Mal gucken. Ja, okay. Und das Kies können wir dann hier wieder ausschütten. Okay, verstehe. Das heißt, wir sind hier Gott sei Dank nicht festgenagelt mit dem Kies. Was war denn hier? Etwas Erde nehmen. Ich glaube, dann macht der einfach nur die Erde platt, ne? Kann man dann hier eventuell graben? Nein, Erde auch schon. Ach so, wir haben wahrscheinlich Erde jetzt irgendwie im Inventar, ne? Ja, einen Sack mit Erde haben wir tatsächlich. Auch nicht schlecht. Was kann man denn mit dem Sack Erde machen? Small Left Container? Die Erde kann man ja dann, glaube ich, man könnte theoretisch die Erde dann auf dem Dach packen und hier oben könnte man dann was anbauen. Das wäre auf jeden Fall möglich. Kann ich die Erde... Was, wenn ich die hier ausschütte? Macht das Sinn? Ich glaube nicht, ne? Okay. Warum haben wir denn jetzt... Ach, wir bekommen immer automatische Säcke. Ach was. Erde nehmen. Ich probiere mal was. Generiere ich so... Ach so. Ach, das sind die Kiessäcke oder was? Ach, das sind die leeren Kiessäcke gewesen und jetzt haut er da Erde rein. Okay, wie krass ist das denn? Sack mit Erde. Holy shit, wie real ist das denn gemacht? Also um Erde zu nehmen, braucht man wirklich Säcke. Alter, ist das krass. Okay, ich würde sagen, ich schütte die Erde aber erstmal wieder komplett weg. Brauchen wir erstmal nicht. Ja, hau mal daran, wo sowieso schon Erde ist. ich teste gerade, wie gesagt, so ein bisschen aus. Die Säcke brauchen wir mit Sicherheit irgendwann nochmal, deswegen lassen wir die bei uns im Regal. Zack. Und ne, die Säcke nicht hier. Hier wollte ich eigentlich nur die Schaufel hinpacken. Ich weiß nicht, was der Dosenöffner hier macht. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben zwei Dosenöffner im Inventar. Die brauchen wir alle auf jeden Fall nicht. Packen wir mal einen hier rein und ja, zwei lassen wir auf jeden Fall im Inventar. So, ich glaube, wir haben hier so Säcke drin, ne?
Sagt ja. 7 Säcke haben wir. Holy moly. Was kann man denn mit einem Seil machen? Ich weiß es nicht. Okay, schade. Okay, wir müssen also jetzt irgendwie zusehen, dass wir in den nächsten Folgen an Kiessäcken oder irgendwie an Böden kommen. Puh, das wird auf jeden Fall ein Aufwand, das alles mitzuschleppen. Wir haben jetzt hier in der Theorie haben wir jetzt hier einen Parkplatz. Ich glaube, dieses Auto war relativ im guten Zustand. Ich schau mal ganz kurz. Ja. Außer die die Motorhaube und die Tür, das Türfenster, ist es eigentlich in einem relativ guten Zustand. Wir fahren das Auto mal zum Parkplatz. Würde ich sagen. Ja, okay. Tank ist fast leer. Ach nee, das ist das Auto, was wir schnell mal kurzfristig gekappt haben, ne? Ja, okay, verstehe. So, einmal ausschalten, aussteigen. Dieser Van war, glaube ich, das ist, glaube ich, eines unserer besten Autos. Bin ich eigentlich der Meinung. Ja, außer dem Motorhaube und die Windschutzscheibe und der Motor. Vielleicht könnten wir die Motorhaube aber reparieren mit einer Metallplatte. Dafür brauchen wir Kfz-Mechanik 2, hätten wir. Und, wir könnten sogar die Motorhaube reparieren. Wollen wir das mal versuchen? Ich mach das mal. Ich hole mal die Metallplatte. Einfach mal zum Testen. Wir testen diese Folge echt viel aus. also eine Metallplatte nehmen wir mal. Wir nehmen mal ruhig zwei mit, falls es nicht klappt. Ich weiß nicht, ob wir das gleich mit Lötkolben und so machen müssen. Oder ob das dann einfach dran schraubt oder so. Ich schau mal. So. Repariere mit einer Metallplatte. Okay, wir brauchen Schrauben. Okay. Schrauben. Dann hole ich mir mal fix Schrauben. Sollten wir auch haben. Schrauben allerdings, glaube ich, nicht so viele. Wir haben ja eher Nägel. Haben wir sogar noch nie ausgepackt, Schrauben. Aus Schachtel nehmen. 1. Den Inventar. Okay, er hat die gleiche Inventar gepackt. Sehr schlau. so, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Und wie viel der das repariert, ne? Wie viel Prozent. Repariere mit einer Metallplatte. Ach, wir können auch statt Lötkolben... statt Schrauben könnten wir Lötkolben nehmen. Und mit Lötkolben ist die Chance relativ hoch. Und mit zwei kleinen Metallplatten... Ich glaube, mit Lötkolben ist das wesentlich... Wir machen das erstmal so. Einfach mal, um zu schauen. Okay, es ist nur ein bisschen besser geworden. Aber ich mache das mal lieber mit einem Lötkolben. Ich glaube, das ist besser. Also wir müssen es dann tatsächlich löten. Okay. Wir nehmen mal beide mit. Und wir brauchen, glaube ich, die Schweißer... Nein, nicht die Schweißermaske. So. Sind zwar schwer beladen, aber ich will es halt ausprobieren. So, wir gehen nochmal zum Auto. Und dann schauen wir mal, wie das damit funktioniert. Der lötet das dann irgendwie dran anscheinend. Okay, ist, glaube ich, doch ein bisschen besser, ne? Mögliche Reparatur, 21,9%. Okay, ich glaube, mehr können wir es nicht reparieren. Eine Windschutzscheibe haben wir leider nicht für den Van. Ich weiß gar nicht, ob hier eine heile Windschutzscheibe ist. Gucken wir mal fix. Können wir die vielleicht austauschen? Nein, leider auch nicht. Schade. Okay, wir haben aber zumindest das Auto so ein bisschen repariert. Also die Motorhaube zumindest. Ein vorderes linke Fenster. Mal gucken, ob wir hier eins haben. wir nehmen die Autoteile von dem hier. Hier wäre theoretisch ein linkes Fenster drin, deswegen nehmen wir das einmal fix. Perfekt. Haben wir es jetzt genommen? Ja, genau. Und das können wir jetzt hier mit Sicherheit einbauen. Einbauen, Fenster. Jawohl, Frontfenster. Also linkes Fenster. Das Frontfenster fehlt uns, das haben wir nicht. Das ist ja, glaube ich, ein etwas größeres als normale Autos. Perfekt, ist dran. Super, wie geil ist das denn? Schaut euch mal an, das Auto ist wirklich im guten Zustand. Okay, das rechte Teil, kann man das auch reparieren, die Lichter? Ja, sieht nicht so aus, ne? Die Lichter. Motor, rechts, doch hier, rechter Scheinwerfer. Können wir ausbauen. Gucken wir uns mal an, ob die Scheinwerfer von dem Auto vielleicht ein bisschen besser intakt sind. Nein, überhaupt nicht. Okay, aber die gehen ja einigermaßen noch. Ich glaube, das lassen wir auch erstmal so. Alles klar, super. Ich packe mal die ganzen Sachen weg und hoffe, dass ihr mir in den Kommentaren einfach mal schreibt, wie wir am besten unser Parkplatz aufbauen. Da bin ich wirklich für jeden Hinweis und Tipp dankbar.
Ich würde an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und fürs Kommentieren und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao.